Herzlich willkommen zurück zu Rust. Ich muss gerade mal schauen hier, ob hier alles sicher ist. Ach, guckt euch mal da, guckt mal. Moment mal. Oh. Yes. Okay, das wird wahrscheinlich weg sein, das Vieh. Geh doch zu! Verdammt! Wir verschießen hier einfach die Pfeile und es macht keinen Sinn. Ah, ich dachte, vielleicht fällt es einfach um. Vielleicht ist es auch umgefallen. Ich weiß es nicht. Es war schwer zu sagen, wenn hier der Busch im Weg ist. Und ich bin auch gerade nicht mehr sicher, welcher Busch das genau war. Naja. Wir haben noch 4 Pfeile, okay. War trotzdem irgendwie eine doofe Idee, das muss ich ja jetzt zugeben. Einfach so sinnlos drauf loszuschießen. Aber ich dachte, vielleicht klappt's ja. Und wir können es mal versuchen. Naja, weit gefehlt, ist auch egal. Ich will auf jeden Fall noch mal zu diesem Monument da hinten. Und gucken, dass wir noch ein paar Blueprint-Fetzen bekommen, damit wir die Armbrust dann vielleicht gleich mal lernen können zu bauen. Das würde mich nämlich interessieren. Und ob man jetzt mittlerweile normale Pfeile benutzen kann dafür oder ob man da jetzt irgendwie extra Pfeile für braucht. Ich habe da auch keine Ahnung, muss ich ehrlich gestehen. Da muss ich mal gucken. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass die hat, also dass die Armbrust 2 Slots hat zum Aufrüsten. Vermute ich jetzt einfach mal. So wie es bei dem alten Rust war. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt hier genauso abgeht, also dass man, dass es zufällig ist, wie viel Slots eine Waffe hat. Denn ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, ich hatte in der neuen Version noch keine Waffe in der Hand. Also keine Schusswaffe oder sowas. Ne, also ihr wisst schon, so Waffen, die man nicht unbedingt selber craften kann, jetzt sowas hat. Ne? Ja. Weiß, was ich meine. Könnte das verwirrte Vieh das da sein, was wir gerade mal gekillt hatten? Oder versucht hatten zu killen? Ja! Yes! Alter, wo ist der Pfeil? Da, wo ist der Pfeil? Den Fall hier meine ich nicht. Hey, da haben wir gar nicht so schlecht getroffen, ne? It's a pain in the neck. Naja, kommt der andere Fall. Ihr sitzt drauf geschießen, aber wir kriegen schon mal ein bisschen Tierfett. Sogar 5. Wow. Es ist schon mal mehr, als wir das letzte Mal hatten. Scheiße, kann ich das jetzt einfach hier machen? Ich mache das einfach jetzt hier. Das vergesse ich jedes Mal und es ist jedes Mal dasselbe. Ah, da könnte ich echt kotzen, ne? So, wir sind gleich da. Vielleicht nehmen wir doch schon mal unseren Bogen. Und schauen erstmal. Okay, da sind wieder Steine. Also sie scheinen an derselben Stelle immer zu respawnen. Ist ja auch irgendwie logisch, ne? So. Diesmal ist aber kein Fass hier unten. Das ist bedenklich. Ob hier schon jemand war? Zumindest ist es diesmal hell und man sieht mehr. Was natürlich nicht heißt, dass es uns was bringt. Da nimmst du jetzt mal diese... Da nimmst du die jetzt mal? Danke. Ich versuche mich jetzt mal hier so ein bisschen zu beeilen, eventuell. Nein, geh weg da. So. Jawohl, da können wir schon wieder einen neuen... Ach, das sind alles Blueprints. Den kennen wir schon, den haben wir auch schon. Ach, hier kann man auch rein? Das wusste ich nicht. Das, okay. Es macht schon mal Unterschiede, wenn man hier im Hellen hinkommt. Ne, das sieht man doch plötzlich viel mehr.
Da waren das auf jeden Fall Schritte. Nur wo? Fuck! Irgendwo, auf jeden Fall. Scheiße! Scheiße! Fuck, 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 fuck! Herstellen. Da, wenn du jetzt stirbst, ne? Ich hab ihn noch gehört, ey. Ich dachte, dass das passiert. Aber wo? Alter, wo ist die Sau denn gewesen? Wir haben einen Pfeil bei uns drin stecken. Scheiße, ey, kriegen wir den wieder raus? Nein, ey! Da, ich hab ihn gesehen. Der da so rumschlich. Da war er. Na komm schon. Du miese Ratte, du. Okay, wir haben keine Pfeile mehr. Wir sollten abbauen. Nein! Oh, 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 oh. Hat er uns abgesehen. Nee, 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 nee. Oh, 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 oh. Wir sollten weg, wir sollten weg. Wir sollten ganz, ganz nötig weg, weg, weg. Oh, 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 oh. Lass mich in Ruhe. Ich habe ihnen nichts getan. Noch nicht, zumindest. Ich hatte es vor. Aber du hast angefangen. Oh, Scheiße. Leck mich. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Oh, das nehme ich auch noch mit hier. Das nehme ich mit. Komm, ihm vorbeigehen. Jawohl. In den Busch, in den Busch, in den Busch, 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 in den Busch, in den Busch, in den Busch, 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 in den Busch, in den Busch, in den Busch, 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 in den Busch, in den Busch, in den Busch, 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 Busch. Okay. So, wir brauchen Pfeile. Am besten. Na, ganz, ganz so viele nicht. Wir stellen erstmal so viel her. Haben wir keinen Platz. Puh.
So, was brauchen wir denn für diese medizinische Spritze, Metallspritze? Na klar. Ne, klee. So, okay, wir brauchen auf jeden Fall noch ein Lagerfeuer. Sieht sicher aus. Noch. Auf jeden Fall haben wir alles, was wir kriegen konnten, mitgenommen. Das ist schon mal ganz gut. Nichts dem Feind überlassen. Da ist hier die Devise, ne? Wir könnten in der Zwischenzeit schon mal wieder ein bisschen was verstärken. Ich glaube, das machen wir auch mal eben. So. Ja, die Tür können wir natürlich nicht mehr upgraden. Das ist ja auch geil. Das heißt, wir müssen die Tür rauskloppen, wenn wir eine neue einsetzen wollen. Das finde ich natürlich scheiße, sowas. Nee, 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 nee. Und gleich kriege ich einen Pfeil im Kopf. Kopf im Nacken. Naja, ja, gut, er wird es aufgegeben haben, uns jetzt bis hierhin hinterher zu rennen. Es wird auch keinen Sinn machen. Ne? Wir könnten ja über alle Berge sein. Sind wir natürlich noch nicht. Okay, dann gucken wir doch einfach mal. Ich nehme mal hier noch die Datei raus. Und wir craften uns schon mal wieder ein bisschen was. Holzbrustplatte. Wir hätten genug Stoff, um uns die beiden Sachen herzustellen. Das heißt, wenn wir lang genug überleben. Da steht ein Pferd im Flur. Dass ich gerade verfehlt habe. Da willst du mich verarschen? Wo willst du hin? Ich wollte gerade sagen, ey, der kann doch nicht jetzt hier willkürlich hin und her flitzen, die Sau. Also so haben wir nicht gewettet. Jetzt mal hier den Pfeil aus dem Hintern ziehen. Das heißt, wenn ich da ankomme. Bidi. Es ist gar nicht gefährlich. Es ist total sicher. Wir sind hier total sicher. Absolut. Und Holz und Holz und Holz und Schinkenstreifen. Alter, ich traue dem Frieden gerade wieder nicht. Ich bin aber froh, dass wir diese Attacke überlebt haben, ey. Das hätte böse nach hinten losgehen können, alles. Jetzt wollte ich gerade schon das Holz, was wir abbauen, hier weiterverarbeiten. So wie in Minecraft. Ne, wisst ihr, was ich meine? Das ist natürlich irgendwie völlig abstrakt. Man kann es versuchen, aber ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Na, Chris, komm, das geht doch rein. Okay, so. Denn würde ich sagen, one and only. Wir machen uns erstmal dieses Teil hier und dieses Teil. Das dauert natürlich recht lange, sehe ich gerade. Toll. Toll. Und dann nehmen wir erstmal das Lagerfeuer. Wir nehmen mal zwei runter, dann kommt da zwei hin, dann kommt da zwei hin und dann kommt da zwei hin. Und
Den. Ja, das können wir da noch drauf packen. Dann kann die Kohle da reinkommen und der Rest sollte, wenn es klappt, raus droppen wieder. Wenn es fertig ist. Das finde ich so eigentlich am besten. Das kann dann auch nicht verbrennen oder so. Das funktioniert immer recht gut. Solange das natürlich noch was drin ist. Wir brauchen. Erstmal das mir anziehen. Das will ich sehen, wie das aussieht, ey. Yeah! Also was bringt es denn rüstungsmäßig? Also gegen die Kälte nichts, ne? Und hier? Boah, das bringt schon was. Ja, und dann noch ein zweites Teil von. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Okay. Ach, warte mal, jetzt kommt da das. Was ist denn da jetzt schon alles raus? Ach, okay. Knuspern wir erstmal weg hier, die Eumel. Eumel, die Däumel. So, das letzte Stück Fleisch, das sollten wir nicht verschwenden. Ne, wir warten mal ein bisschen kurz. Dass wir uns das auch gleich reinzwiebeln können. Dim di di di. Boah. Nicht übel, nicht übel, nicht übel. Okay. Natürlich ist das, was wir anziehen können, begrenzt und wir sollten vielleicht gucken, was wir jetzt wirklich nehmen. Ich weiß nicht, ob wir die Lederweste nehmen oder den, ich würde sagen erstmal den Lederponcho. Denn den können wir zusätzlich noch anlegen. So. Was machen wir mit dem Rest? Der Rest vom Schützenfest. Okay, den können wir erstmal wieder hier. Das können wir da rein. Das können wir auch da rein. Und das können wir auch da rein. Und aber wir brauchen den Stoff ja noch, fällt mir gerade ein. Da hatte ich doch noch was vor. Das können wir hier ruhig mal so drinnen lassen. Das ist halt nicht so wichtig. Aber eine Keule. Nee, alte Keule, du. Metallerz. Achso, das ist da hingeknallt. Eine Keule. Keule, ja. Wie, das geht nicht? Übereinander? Ach, scheiße. Na, das bringt. Ah, der Poncho geht gar nicht. Dann, also. Na gut, dann nehmen wir über die Brustplatte. Zumindest wissen wir es jetzt. Das ist ja auch schon mal was. Toll. Jetzt kriegen wir. Was war das? Viermal, ne? 21 schon mal. What? Wie komme ich auf 21? 12. Meine Güte, also rechnen. So. So. Und. Jetzt habe ich immer noch nicht diese Keule gemacht. Ah, das gibt's doch nicht. Und da sehe ich auch. Lang gespielt, das kostet so. Es hapert an diesen scheiß Metallsplittern, die wir nicht besitzen. Na komm, das nehmen wir jetzt mit und dafür können wir aber das da reinpacken. Oder? Ja, das dürfte funktionieren. So, dann machen wir uns noch ein paar Pfeile. Ich glaube, wir werden doch noch ein paar brauchen und wenn wir jetzt gleich im Gefecht sind oder so. Glaube ich schon. Ach, das Lagerfeuer brennt ja immer noch. Ach, scheiße. Und so weiter und so weiter und so fort.
Okay, das haben wir alles. Da ist ich hasse das. Die Tür geht immer hier nicht so richtig zu. Aha, ist klar. Es geht zurück. Wir sind noch nicht fertig mit ihm. Aber diesmal werde ich mal nicht von der anderen Seite hier aus. Guten Tag. Ach, guck mal, da war sogar ein Wolf. Puh. Das nenne ich mal gezielte Schüsse, ne? An dieselbe Stelle auch noch. Warte mal, ich will mal eben wissen, was wir bräuchten, um diesen hier herzustellen, diesen. War das hier? Nein. Ah, komm, das war hier ganz unten, glaube ich, ne? Fast. 100 Stoff, ein Wolfsschädel. Ah, es hat ja, glaube ich, nur einen kosmetischen Effekt, das Ding. Also es bringt keine Werte mit sich. Also keine Verbesserung oder sowas. Keine Rüstungsboni. Oder wie man es benennen möchte. Sondern es ist einfach kosmetisch. Aber ich finde, das hat auch schon was. Also man muss ja auch mal was für sein Äußeres tun. Wir hatten das Gebiet noch nicht vollkommen überwacht, deswegen müssen wir zurück und dann und dann und dann und dann weiß ich noch gar nicht genau, was wir machen. Der wird das mittlerweile natürlich leer gelootet haben, das ist mir auch bewusst, aber ich weiß auch nicht, wie das Respawn-Verhalten ist von den Teilen. Und deswegen würde ich schon gerne noch mal ein bisschen mich umgucken. Auch was das da vorne auf sich hat. Das Problem ist, ich glaube, oft sieht man die auch einfach die Leute viel zu spät, weil das ja alles nachrendert. Oder sichtbar wird. Sich zeigt. Einfach mal ein wenig schleichen und gucken, ob man was hört. Ja gut, da hat einer versucht, sich eine Hütte zu bauen und ist wohl nicht fertig geworden. Warte, ich sehe auch so viel, ne? Das ist unglaublich. Ich glaube, ich würde dein Leben nie was sehen. Ist das ein Helikopter? Ich habe schon ganz schwitzige Hände, ey. Concentration. Müsste in die Richtung sein, vermute ich jetzt einfach mal. Auf jeden Fall scheint er noch weit genug weg zu sein von uns. Man könnte das Gebiet natürlich hier immer bekämpfen.
und warten, bis jemand sich zeigt, um ihn dann zu ermorden. Hinterrücks und feige, wie wir sind. Nein. Geht nicht. Guck mal, hier ist aber auch eine Straße. Okay, das ist schon mal hilfreich. Das habe ich gerade nicht gesehen. Jetzt bin ich ja einfach mal wieder ein bisschen lauter und da hat sich da schon was gelohnt. Eventuell. Jetzt müssen wir dann noch irgendwie rankommen. 7 Blaupausenteile. Wir werden genug sammeln, um uns diese Armbrust machen zu können. Das schwöre ich euch. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, ich will diese Armbrust haben. Also als Blueprint. Ich will sie herstellen können. Das ist ja mein Ziel. Ich muss auch sagen, im Moment gibt es auch wenig Wölfe eigentlich. Fällt mir mal so auf, ne? Also den einen, den wir da jetzt gerade gekillt hatten. Seit langem der erste, den ich wieder sehe. Aber sonst sind sie ja meistens am Strand, da wo man dann gerade neu spawnt, ne? Das weiß ich auch nicht. Warum sind die Wölfe direkt am Spawn? So oft. Das ist für mich ein Ding, das geht nicht. Man kann doch nicht ganz einfach am Spawn hinsetzen, wo die Leute dann ständig dann von den Teilen schon attackiert werden, bevor sie überhaupt einen Schritt gemacht haben. Wenn ich jetzt schieße, dann... Was? Wieso ist das jetzt umgefallen? Hat das schon einer attackiert anscheinend, ne? Es muss ja schon jemand das Vieh angegriffen haben mal. Noch ist es ruhig. Bis auf den Helikopter. Okay, der ist natürlich ziemlich laut, aber sonst ist es im Grunde recht ruhig. Vielleicht zu ruhig. So wie immer. Da vergisst man leicht, was hier so was los ist, ne? Man überschätzt sich. Hallo. komm her. Boah, der war knapp. Boah. Nein, lass das! Nein! Ich war einfach zu schlecht mit Pfeil und Bogen. Ich dachte, ich kann ihn vielleicht so attackieren. Na gut. Scheiße. Ja, lass mich sterben. Genau. Dann gib mir doch diesen Gnadenschuss. Der ist ja brutal hier, ey. Schade. Schade. Ach ja, ich habe keinen Schlafsack. Nein! Wir haben noch niemand den Schlafsack aufgestellt. Und der Schlüssel? Scheiße, der Schlüssel ist ja auch weg. Fuck. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Scheiße. Wir sind jetzt am Arsch der Welt. Und die Hütte. Und es war alles umsonst. Nein! Also müssten wir rein theoretisch bei uns selbst einbrechen, wenn wir das mal irgendwann wiederfinden. Oh. Ich
Warum habe ich auch nicht den Speer genommen und habe ihn mit dem Speer gekillt? Wenn ich so nah ran war. Das war irgendwie doof. Das war vollkommen doof. Das war richtig doof. Aber es war ein netter Kampf. Ah, das ist natürlich... Ja gut. Kann man jetzt leider nicht mehr ändern. Oh. Ja, ich würde sagen, an der Stelle dann auch vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin auf Wiederschauen.